Marc, du bist Experte für nonverbales Verhalten. Du betonst in deinen Vorlesungen und Trainings, dass das Nonverbale sehr, sehr wichtig ist, um sich gut oder überhaupt zu verstehen und dadurch auch gut zusammenarbeiten zu können. Warum reichen Worte, Zahlen, Daten, Fakten nicht aus? Es gibt mehrere Gründe. Ein Hauptgrund ist, dass ein Großteil der Wirkung der Kommunikation nicht durch Zahlen und Fakten und das Verbale erreicht werden, sondern durch die Erscheinung, die Mimik, der Ausdruck im Gesicht, die Gesten, wie wir mit Raum umgehen. Also wenn ich viel zu nahe stehe, interpretiert vielleicht mein Gegenüber das als Aggression oder als Desinteresse. Also ein Großteil der Wirkungen der Kommunikation erreichen wir bewusst und unbewusst eben über dieses Nonverbale. Und deshalb ist es so wichtig, das zu berücksichtigen. Ein weiterer Aspekt ist, dass in verschiedensten Kulturkreisen die Art und Weise, wie wir etwas sagen, auch verschiedene Bedeutungen haben kann oder die Gesten. Also es kann oft und führt oft zu Missverständnissen in der Kommunikation, wenn ich mir dessen nicht bewusst bin und die Störung in dem Fall in der Kommunikation nicht nachvollziehen kann. Und da ist das Nonverbale sehr wichtig. Was zählst du denn alles zum nonverbalen Verhalten? Du hast jetzt von Gesten gesprochen, von Nähe und Distanz. Was gehört sonst noch alles dazu? Dazu gehören die gesamte Erscheinung einer Person, also Symbole, Kleider, wie wir mit Raum umgehen, Distanz, Berührungen. In gewissen Kontexten ist es Norm, dass man sich häufig berührt, in anderen ja nicht. Es gehören aber auch Gesten dazu, wie ich meinen Körper einsetze, was akzeptiert ist und was nicht. Aber auch das Paraverbale, also wie ich mit meiner Stimme umgehe, Klang, Tempo, Lautstärke, die Farbe meiner Stimme, all das gehört zur nonverbalen Welt. Jetzt, wenn ich dich beobachte, Marc, dann sehe ich, du lebst das mit diesen Gesten und einer starken Mimik. Hast du das gelernt oder anders gefragt, müssen wir das lernen oder passiert das automatisch? Wir können davon ausgehen, dass unser Körper spricht und der Körper spricht, was wahr und authentisch ist. Von dem her versuche ich nicht, meine Körpersprache die ganze Zeit zu verändern oder bewusst irgendwie einzusetzen. Aber es gibt Rollen, Aufgaben, Situationen, wo ich etwas bewirken muss und soll und darf. Ich habe eine Aufgabe, ein Gespräch zu führen, wo es vielleicht Spannungen gibt zwischen Lehrer und Studierenden. Und dort versuche ich dann meine Körpersprache so anzuwenden und anzupassen, dass ich die Wirkungen erzeuge, die zielführend sind in dieser Situation. Also es ist ein Ja-Aber, um deine Frage zu beantworten. Oder Ja und. Genau. Und aus deiner Expertensicht, was sollten wir, wenn wir auch zuhören und beobachten, stärker beachten, um positive Beziehungen gestalten zu können und eben Ziele erreichen zu können? Sind zwei Aspekte. Der eine ist, dass wir die Körpersprache unseres Gegenübers oft auch unbewusst spiegeln. Also wenn ich ganz schnell und gestresst und mit viel Energie spreche, färbt sich das wahrscheinlich auf meine Gegenüber, auf meine Zuhörerschaft ab. Und deshalb versuche ich einerseits, mich manchmal zu entkoppeln. Also wenn viel Aggression von meinem Gegenüber kommt, also viel Energie, die ich nicht annehmen will, dann unterbreche ich quasi diese unsichtbaren Spiegelungen. Und ich sage, ja, das ist deine Energie. Ich will ruhig bleiben, sachlich, neutral. Aber ich versuche auch die Spiegelung zu nutzen, wenn ich merke, wir haben eine langweilige Sitzung und ich will etwas Energie reinbringen, dann erhöhe ich das Tempo und die Gestik und kann davon ausgehen, das wird irgendwer aufnehmen zu einem gewissen. Das Zweite ist,
Es gibt ja diese Mythen, dass wir Körpersprache einfach lesen lernen können. Wenn jemand das macht, heißt es das. Wenn jemand das macht, heißt es das. Ich halte wenig davon. Und die Forschung zeigt, wir neigen zu Extremen. Wir bewerten das Nonverbale zu stark oder gar nicht. Ich versuche dort einen pragmatischen Weg zu gehen, wo ich versuche, deine Körpersprache besser nachzuvollziehen. Und dazu benutze ich die Baseline. Also ich versuche, deine Gewohnheiten in unserer jetzigen Situation, in der wir miteinander kommunizieren, zu sehen und dann nicht gleich zu bewerten, sondern verstehen zu lernen. Und diese Baseline gibt mir wie einen Ausgangspunkt. Und von diesem Ausgangspunkt merke ich, bei jenem Thema kommen bei der Frau Göldi mehr Bewegungen rein. Warum wohl? Also ich beachte die Abweichung dieser Baseline, dieser Ausgangslage und schaue, gibt es Muster? Gibt es Situationen, wo sie das immer tun oder wo du das immer tust? Und das ergibt wie eine Datenmenge, ein Gesamtbild, das wahrscheinlich der Wirklichkeit besser entspricht, als wenn ich einfach ein Zeichen von dir interpretiere und bewerte. Ist das nachvollziehbar so? Absolut, absolut. Das leuchtet mir sehr, sehr ein. Eben, dass wir gerade, wenn wir Zahlen, Daten, Fakten wollen, dann wollen wir möglichst viele Daten sammeln, um ein Gesamtbild zu erhalten. Und wir erhalten sehr, sehr viele Signale aus dem Nonverbalen, Gesten, Mimik, aber eben auch aus du hast die Berührungen erwähnt oder diese Ticks, die manche haben, dass sie da immer so ein bisschen mit den Haaren spielen zum Beispiel. Und je mehr solche Daten wir haben, umso mehr können wir uns erklären, auch was die Personen meinen und sie verstehen, uns verstehen. Ja, absolut. Vielen Dank, Marc, für diesen kurzen Einblick in das große und spannende Thema nonverbales Verhalten.